So, herzlich willkommen zurück zum Pokémon-Kampf. Oh, 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 oh. Die Drabble, was auch immer. Ist, glaube ich, später ein Pokémon mit so einem viereckigen Panzer drauf. Müsste auch denn von Schwarz und Weiß oder XY sein. Ja, da kenne ich. Auf der Brücke war ein Pokémon. Ach, hier, Milza, das kennen wir ja noch. Oh, das ist sogar 2 Level höher als meins, glaube ich. Das war, glaube ich, nicht so effektiv, ne? Okay, du, kritischer Hit. Ah, es ist nicht so effektiv. What? Was war das für eine Attacke? Los, mein Milza. Dragon Red, Drachenwut. Ach ja. Drachenwut ist ja sehr effektiv gegen Drachenwut. Schön, da war was. Quick Attack! Boots. Muss gleich auf jeden Fall nochmal kurz zurück zur Station. Alter, das ist echt brutal, muss ich echt sagen, ne? Boah, das wird uns ja voll auseinandernehmen hier. Ah, anders genäht. Das ist auch so ein brutales. Oh, und ich setze Growl, einer hier verklickt. Das ist auch so ein Badass-Pokémon. Und das ist nicht sehr effektiv. Ah, das wird, glaube ich, nichts mehr. Ist auch nicht sehr effektiv. Ich könnte es halt versuchen zu fangen. Das mache ich, glaube ich, echt. Ich glaube, ich versuche es zu fangen. Weil da kriege ich nämlich EP und habe kein Risiko, dass ich sterbe. Ah, almost hit it. Weil das Knie setzt doch keine Attacken ein. Wahrscheinlich hat er irgendwie eine Badass-Attacke und ich bin direkt weg. Und das will ich nicht riskieren. Jawohl. Das Beste, was gerade. Und so ein Nasknet im Team ist auch schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten wollen. Oh, wie nennen wir denn Nasknet? Yes. Nasenbär. Weil er seine Nase steuert. Das ist der Nasenbär, der Nasknet. Nasenbär. Ja, vor dem hau ich jetzt ab. Ich will. Nein, das will ich nicht. Schnell weg. Da habe ich überhaupt keinen Turn drauf, nochmal hier gegen den zu kämpfen. Ach komm, das Natu können wir noch kurz mit hier abfahren. Ja, was? Das war jetzt keine große Sache. Und damit haben wir unseren Dusselge nochmal ein bisschen gelevelt. Schön. Da haben wir schon 5 Pokémon. Jetzt muss ich gucken. Okay, mein Ninjaskara, heißt es so, ich glaube. Wird sich wahrscheinlich jetzt nicht demnächst entwickeln. Aber ja, man kann ja es dabei haben, sonst müssen wir jetzt alles rauslegen und das will ich nicht, weil das Gnet ist auch noch so ein kleines Schutzding. Jetzt will ich mal gucken, was ab Drachenwut. Wann setzt man das so oft ein? Ich kenne es nur, dass man das einmal bloß einsetzt. Drachenwut ballert auf jeden Fall. Och nö. Ich komme über diese Treppe nicht hinweg. Ich setze jetzt direkt Drachenwut ein. Jawohl, schön. Es ist so, wie der Streiter das aus dem Weg räumt. Ach, oh nö, da geht's in 2 Richtungen rein. Alter, ein Bronzor, das entwickelt sich doch zu, Tunnel, ne, Tunnel entwickelt sich zu, warte mal, Bronze, Tunnel und Tangegross oder so, ne? Das ist auch ein geiles Pokémon, Alter, wenn das hier ein fertiges Pokémon-Spiel wäre, ich würde das sofort fahren. Jetzt, ich lasse es jetzt, ich besiege es jetzt, ich nutze es zum Farmen. Aber ein Tangigross? Ich kann jetzt leider nicht alle Pokémon farmen, aber
Das wäre schon geil, Tangengos. Rolf. Onix. Natürlich wäre jetzt hier Shiggy eher im Vordergrund. Oder Shillock. Haben wir jetzt schon Shillock. Aber ich glaube, es war die beste Entscheidung hier in diesem Spiel, dieses Dual Chop. Dieses Milzer zu fangen. Ich weiß nicht, was leer ist. Dual Chop ist bestimmt. Also, es hat eine Drachenattacke, das heißt, es muss irgendwie was Gutes sein. Ich mal gucken. Ich will gleich mal gucken, was leer halt bedeutet hier, diese Attacke. Ein Amorit. Wird das nicht zu Amoroso? Warte mal, Amoroso ist dieses andere Ding. Egal, aber so ein. Aldrogatyr wäre auch geil. Boah, ich feiere das so, dass bei diesem Spiel alle Pokémon zu fangen sind. Und ich hoffe, wenn du das Spiel entwickelst oder fertig hast, dass man danach auf jeden Fall noch irgendwie nach der Pokémon-Liga noch ganz viel machen kann. So wie bei Feuerrot zum Beispiel, da konntest du noch auf diese Inseln. Oder ne, warte mal. Doch, du konntest auch diese ganzen Inseln da entwickeln, entdecken. Oh, Donnerschock. Und bei den anderen kannst du auch noch ganz viel machen nach der Pokémon-Liga. Das ist dann noch lange nicht vorbei, das wäre ziemlich cool. Gut, wir sind direkt tot. Da muss Shillock herhalten und mal ein bisschen rasieren. Yes. Das wäre besser, wenn wir erstmal andere Pokémon leveln, und zwar sowas wie Dusselgur. Was du in der Höhle mal keine Chance. Das ist immer blöd, wenn man immer ziemlich am Anfang in die Höhle rein muss. Dann bist du im Grunde erstmal am Arsch, weil da. Na, hast du. Da hast du keine Schnitte eigentlich. Bubble Beam. Ich kenne dieses Pokémon mit dem Schwanz da, mit der Farbe gar nicht. Aber ich hoffe, ich gewinne. Aquatail ist doch. Wasserschwanz? Ja, die Attacke kenne ich auch nicht. Ja, ich hoffe, ich. Jawohl, das ging erstmal ordentlich Level dazu. Schön Level 14. Und fast Level 15. Jetzt werde ich erstmal meinen Pokémon wieder tauschen. Shiggy kommt nämlich jetzt ganz ans Ende. Dass wir, wie gesagt, erstmal gucken. Mal hier durchrushen. Und dann mal sehen, wo wir noch rauskommen. Ach, hat der einfach ein Absol. Ach, warum auch sonst nichts? Was ich sagen wollte, ich gucke jetzt auf jeden Fall mal nicht mal auf so Kleinigkeiten wie diese Blumen oder so, wenn versichere, weise ich darauf hin, falls du es noch Let's Play immer noch guckst. Erstmal nur die Story spielen, weil die Story gefällt mir sehr gut und ich fiebe gerade echt mit. Also, wie du merkst wahrscheinlich schon, ich habe mir gerade eben überlegt, dieses Bronze oder Tunnel zu fangen. Einfach, weil es einfach geil ist, mit einem Metangross am Ende da durch diese Welt zu reisen und alles da zu zerficken und sowas, aber. Das Spiel geht ja irgendwann nicht weiter, deswegen wäre es schade, wenn ich die Mühe mache und die ganzen Pokémon so heftig hochturniere. Deswegen möchte ich auf jeden Fall die Vollversion noch spielen. Ob das als Let's Play oder einfach nur so. Einfach weil es verdammt geil ist, dass man dann hier so rumharzen kann und. Oh, wir sind wieder draußen. Guten Tag, die Frau der Duft kümmert sich um alle Blumen. Ach, hier ist ein Dorf. Mhm. Das Blumen von dem Berggipfel. Ach, wir sind hier auf so einem Berg drauf. Hallo, herzlich willkommen. Pokémon sind da wieder. Pokémon machen sie wieder topfit. Wir konnten ja eben gerade noch rechts lang gehen. Bis bald. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal probieren sollten. Hier ist der Markt. Das sind nämlich halt irgendeine Pokémon-Map, die ich schon kenne. Ich weiß gerade nicht, an welche. Die Kesselspitze ist ein ganz anderer Berg. In seinem Inneren gibt es viele Quellen, das Bodel-mäßig. Das Innere der Kesselspitze und für wortwörtlich zum Dampfkessel wird. Oh, hier ist ein Pokéball. Soothspell.
Southbell? Das sagt mir jetzt gar nichts. Hier ist auch keine Musik, stelle ich gerade fest. In den Bergen kann man super trainieren. Und was hast du zu sagen? Mein Mann ist sehr belesen, er ist der Ariad und damit gleichzeitig Relikte aus dem Ohren dieser Ohren. Wusstest du das? Wenn du mein Mann herausfinden willst, könntest du das hier gebrauchen. X-Share. Ah, jawohl, EP-Teiler. Das brauche ich. Auf jeden Fall. Wo ist es? Hier. XP-Share. So, das könnten wir Dusselgur geben, um sie den Ball immer hochzuziehen. Das könnten wir aber auch ihm geben. Ich glaube, Milza braucht es nicht. Shillock auch nicht. Dusselgur eigentlich auch nicht. Und der Nasenwehr ist ja schon Level 14. Das heißt, dass ich gebe es erstmal ihm, dass wir ihn erstmal so ja, auf Level 20 bekommen. Und dann sehen wir weiter. So. Pokémon müssten eigentlich. Jo, sind alle fresh. Ja, will ich mal da hochgehen, ne? Ja, das ist ja das Einzige, was ich jetzt machen kann. Ah. Hilfe, du siehst aus wie ein Trainer. Diebe, beklaut wurde ich. Beklaut. Diese zwielichten Typen in seltsamen Uniform haben meinen neuen Ausstellungsstück geklaut. Es handelt sich damit um wertvollste Orbs aus Sinnoh. Und Sinnoh-Region. Du musst sie wiederholen. Wer weiß, was diese seltsamen Typen mit damit vorhaben. Sie sind in die Kessel wieder hochgeflohen. Dort befinden sich die antiken Ruinen von Drüsand. Weiter können sie kommen sein. Bitte, du musst mir helfen. Oh, Sinnoh-Region. Falls du die Musik ja selber ausgewählt hast, die passt richtig geil. Sinnoh-Region. Weil das so Hammermusik ist, das passt übel geil für diesen Berg. Als ob der schon Level 17 ist. Lol. Hä? Was geht denn jetzt ab? Wieso ist das einfach das Pokémon getauscht? Lol. Und jetzt ist wieder ein Drifloon? Okay. Okay. Was geht hier ab? Ja, Mortagon. Ich weiß nicht, was gerade hier abgeht. Auf jeden Fall eben das Pokémon getauscht. Ja, okay. Das kriegt doch keinen Schaden. Dann fuck. Scheiße. Ich muss irgendwie mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken, was hier überhaupt Sache ist. Level 18 Pokémon. Und ich würde mal behaupten, ich habe gut trainiert. Und ich bin das Level. Also ich bin ein Level über dem meinem besten Pokémon. Das heißt, ich muss die anderen auf jeden Fall mal hochziehen. Ist gut, dass wir diesen LP-Teil haben. Ich glaube, das war besser, wenn ich das Dusselgur gebe. Wobei, ich möchte erst diesen. Was auch immer. Auf Level 20 haben. Alter, ich hasse dieses Drifloon schon. Ninjaskara auf Level 20 haben, dass wir dann einen Ninja-Turm bekommen. Ich glaube, Sand Attack ist Sandwirbel, das brauchen wir nicht lernen. Ja, so, geht doch. Jetzt muss ich aber nochmal kurz zurück zum Pokémon Center, weil da habe ich echt Scheiße gebaut. Ah, jetzt ist ja auch Musik. Boah, das ist aber ganz schön heftig, die Musik, ne? Also. Nach der Zeit wird die echt brutal.
So, danke fürs Warten im Pufen. Frisch dich halt. Los geht's. Bis bald. Tschüss. Ach, die Musik ist schon brutal. Und hier geht's wieder von vorne los. Am Kesselberg. Am Kesselberg in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.